Bam. Na, wie lange bin ich noch betäubt? Oh, und jetzt hat er das gemacht. Egal, wir gehen einfach mit Solus weiter. Oh, das ist ja noch ein echtes Stück, ja? Was haben wir hier? Blutstein? Anscheinend brauchen wir den nämlich doch nicht. Oh, wow. Wir sind sogar noch hier oben. Oh, und er hat sich natürlich... Er portet sich natürlich sofort runter. Dumm. Sehr dumm. Egal. Gehen jetzt hier erstmal weiter. Töten noch ein paar böse, böse rote Templer. Hallo, Hallöchen. Hallo, Tröd. So. Ihr Doofen. Sollten wir vielleicht die erste Bogenschützen erwischen? Okay, ich bin wieder betäubt für eine halbe Stunde. Aber warum auch nicht? So. Ups, da sollte ich vielleicht nicht selbst reingehen. Was mache ich eigentlich mit dem? Okay, der kann auch Magie einfach aufhalten. Jetzt nicht mehr. Anscheinend schon. Ein bisschen ungewöhnlich. Hier, nimm das. Dass Cassandra so unglaublich schnell einfach drauf geht, ist auch ein bisschen merkwürdig, ja? Ich hoffe, hat sie dann auch wieder nicht. Geht mir aus den Augen. Stopp! Ja. Zack. Genau. So. Haben wir jetzt alle? Ich glaube schon, ja. Wir können jetzt ein Lager aufschlagen, also müssten wir alles haben. Noch irgendwas hier zu finden? Ja, ganz viel zu looten. Ich loote das mal lieber erstmal. Nicht, dass irgendwie die Zelte da drauf stehen und dann kann ich es nicht mehr looten. Deppische der Roten Templer. Die Inquisition ist in der Gegend. Schlagt rasch zu. Lasst sie nicht durch. Tja, sieht eher so aus, als hätten wir zugeschlagen, hä? Allerdings nicht besonders rasch. Okay. Jetzt ganz, ganz viele Treppen. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, alles ruhig hier. Dieses rote Lyrium ist warm. Bianca sagte, es sei lebendig. Insofern ergibt die Wärme einen Sinn. Ah, okay. Hey, Sybarit. Sehr merkwürdiges Zeug. Ach, nö. Wer auch immer den Herold hier schon wieder. Hält den Segen des Ja. So macht man das nämlich eigentlich. Attackiert die, bevor die eigenen Freunde da reingehen. Und Cassandra ist schon wieder tot. Auch ein bisschen sehr merkwürdig, immer noch. Sie sind so schnell sterben immer. Nimmt sie aus irgendeinem Grund gar keine Tränke oder so? Komm weg mit dir, so. Boah, weit das manchmal geht. Boah. Na komm. Du musst auch umfallen. So, jetzt beanspruchen wir das. Ja, anscheinend nimmt sie Tränke, ich hab's gerade gehört. Oh, eine Wolfsskulptur der Dälisch? Was das hier sind, ist natürlich jetzt... Ich würde hier nur ungern verweilen. Aber... damals war das ja anscheinend nicht so kalt hier. Beziehungsweise ist es gar nicht so lange her, als es hier nicht so kalt war. Daran erinnere ich mich doch noch. Das war irgendwie eine Gegend, die eigentlich nicht so eisig kalt ist. Eher kühl, glaube ich, vielleicht, aber nicht eisig. Ha, Dämmerstein. Wo sind wir hier genau? Ist das einfach nur irgendeine random Höhle? Oder hat das noch einen anderen Sinn? Kommen wir jetzt zu noch vielen anderen roten Templern. Da ist auf jeden Fall das nächste ursprüngliche rote Lyrium und da sind tatsächlich noch mehr von denen.
Ja, nur oft, nur für dich. Es geht nicht, es ist zu weit weg. Aber jetzt. Auch noch was Schönes drauf. So. Ich find's gut, wie sie nichts machen. Oh, na gut, soll's mit zwei recht sein. Sind wir schon wieder tot? Warum auch nicht? Wow. Cool, wir haben ihn mitten im Flug erwischt. Ich dachte erst, irgendwas sei geglitscht, aber nein, das ist nicht so. Komm, wir gehen mal näher ran. Hui. So. Zack. Und du auch. Frag mich, was es hier für einen Drachen gibt, falls es hier einen gibt, aber ich nehme es schon sehr stark an. Da steht sie einfach so auf. Und wir plündern langsam. Merkwürdig. Haben wir Blutstein, nichts Besonderes. Was macht er denn da? Wo kommst du her? Wo kommt ihr beide her? Noch merkwürdiger. Jetzt kommen da noch mehr. Guck mir mal an, wie Cassandra Schaden nimmt. Noch ist nämlich alles okay. Jetzt hat sie eine Rüstung aufgebaut. Auch sehr gut eigentlich. Jetzt hat sie sich wieder voll geheilt, weil sie kurz niedrige Gesundheit hatte. Wie auch immer sie so schnell niedrige Gesundheit bekommen konnte. Und da ist noch ein Dämmerstein, den will ich haben. Aber wir kommen doch von hier. Das ist total merkwürdig. Wie konnten die Gegner da einfach aufploppen? Immer noch nicht genug Dämmersteine, okay. Ich will zumindest einmal diese Studie abschließen. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendeinen Unterschied macht. Hier ist noch mehr Dämmerstein. Aber, wir haben inzwischen eh so viel davon. Was ist das? Das ist einfach nur Eis, okay. Dieses Durium hier können wir nicht kaputt machen. Schade, schade. Oh, hier geht es tatsächlich irgendwo rein. Oh, ein Versteck. Warnung, Finger weg von meiner Pyramide. Oh. Was ist denn hier passiert? Wie sind die denn alle in das Eis gekommen? Das letzte Wort. Nicht schlecht. Ich will aber die Finger nicht von deiner Pyramide nehmen. Okay, ich kann jetzt auch nicht da hochschießen oder so, aber... Ha. Schon wieder sehr viele Geheimnisse. Naja. Vielleicht lösen wir dieses Rätsel auch irgendwann auf. Aber ich glaube, zumindest jetzt noch nicht. Jetzt wird erstmal weiter gekämpft, so wie ich mir das vorstelle. Hier werden doch bestimmt nochmal ein paar rote Templer sein. Nee? Aber eine Elfenwurzel. Auch sehr, oh, super. Die brauchen wir nämlich ganz dringend. Ich will nämlich den besseren Hof auch noch machen. Und dann sind wir nämlich damit, glaube ich, fertig. Ich habe in den letzten Satz irgendwie 7-mal nämlich gesagt. Aber hey, dann ist es also. Oh, war ja. So, komm her. So sage ich auch sehr häufig. Falls es noch nicht aufgefallen ist, aber ich glaube, das müssten inzwischen alle wissen, weil ich es in jedem Video, glaube ich, mindestens einmal benutze. Hm. Naja. So, dann können wir das hier auch gleich zerstören. Ihr habt es gemerkt, ich habe schon wieder so gesagt. So, wie weit wird sich dieses Lyrium ausbreiten? So, das war die Quest. Das heißt, der Rest spielt einfach keine Rolle mehr. Ist auch nicht schlecht. Oh. Das waren wohl Liebende, hä? Werden wir gleich herauskriegen. Ein Taschentagebuch. Ich werde Ondrine fragen, ob sie mich heiraten will. Ich habe schon alles geplant. Ich werde mit ihr zu dieser Anhöhe über dem Tal gehen und dann öffnen wir die Flasche Wein, die Vater für mich dagelassen hat.
Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt. Sie wartet schon seit einer ganzen Weile darauf, aber ich wollte, dass es perfekt ist. Nur ist niemals irgendetwas perfekt. Irgendwo wird immer Krieg herrschen. Es wird immer Trauer geben und die Sorge um die nächste Mahlzeit. Aber wir werden einander haben. Und dann sind sie gestorben. Durch wessen Hand auch immer. Boah, hier haben wir einen wunderschönen Überblick über das Gebiet. So. Jetzt ist es nur noch ganz normal, ohne irgendeinen Quest angebunden. Erinnerung an die grauen Rückeroberung. Mamas Ring. Vor Sonnenaufgang. Also, eigentlich gibt es hier jetzt gerade nichts Besonderes, besonders Wichtiges mehr. Und mich stört halt auch, dass es ein bisschen hoch vom Level ist. Die Westgrade waren zum Beispiel nicht so hoch und die erhabenen Ebenen waren doch auch nicht so extrem, oder? Gucken wir mal nach. Nach diesem wunderschönen, wunderschönen schwarzen Bildschirm. Nein, nein. Der erste ist ja nun wirklich nicht sehr lang, von daher ist das schon okay. Professor Frederick von Serrault. Und die Fähigkeit Bannen und magische Säuberung vernichten Dämonen. Das sollte ich vielleicht wirklich mal machen, irgendwie. Ah. Inquisitor, willkommen auf der erhabenen Ebene, einem Ort mit einer langen und blutigen Geschichte. Die Region ist bis heute ein Pulverfass. Auch hier hat der Bürgerkrieg gewütet. Heute streifen Rebellen durch das Land, die Freikämpfer der Dells. Sie haben sich erst kürzlich formiert und nutzen das Chaos aus. Das ist natürlich nicht gut. Dass das ein Flirt, eine Flirtoption ist, ist auch nicht schlecht. Forschen wir mal erstmal nach. Freikämpfer der Dales? Was wollen die überhaupt? Diese Rebellengruppe. Erzählt mir mehr über sie. Sie scheinen einfache Deserteure zu sein, die es leid sind, für die Kaiserin oder den Großherzog zu sterben. Jetzt beanspruchen sie die Dales für sich selbst und dummerweise sind sie weit besser organisiert, als wir dachten. Passt auf euch auf. Den Großherzog gibt's nicht mehr, die könnten... Da ist wohl ein kleiner Fehler unterlaufen. Blutige Geschichte? Was meint ihr damit? Welche Geschichte meint ihr? Nach dem Fall von Halam Shiral trafen die Überreste der Elfenarmee hier auf die Truppen des erhabenen Marschs. Als sie die Möglichkeit hatten, ihre Waffen niederzulegen und sich zu ergeben, weigerten sie sich. Oh, okay. Sonst noch irgendwas Wichtiges? Was könnt ihr mir sonst noch sagen? Unsere Späher haben Delisch-Elfen ausgemacht. Irgendwo auf der Ebene muss ein Clan von ihnen sein Lager aufgeschlagen haben. Okay. Das Thema Krieg schlägt auf jeden Fall aufs Gemüt, ja? Müssen wir unbedingt über so düstere Themen sprechen? Nein, aber wisst ihr, die Gegend muss einmal wunderschön gewesen sein. Vielleicht sogar romantisch. Ich danke euch. Das wäre dann alles. Danke. Wegen der Risse und der Untoten haben die Orlesianer an Boden verloren. Die meisten von ihnen wurden zu ihren Forts zurückgedrängt. Wir müssen die Region stabilisieren, damit die kaiserliche Armee hier wieder Fuß fassen kann. Mhm. Viel Glück, euer Gnaden. Ihr werdet es brauchen. Oh, okay. Na, mal sehen, was uns hier jetzt für ein Level erwartet. Ich find's auch krass, dass in diesen Zwischensequenzen einfach die Bildrate einbricht. Ich meine, wie kann das denn so stark sein? Naja, gut. So, ich wechsle die Gruppe jetzt einfach mal trotzdem. Aber zu wem habe ich jetzt nicht aufgepasst. So, gucken wir uns die Karte an. Sehenswürdigkeiten überall. Untote. Alles Neue, nichts bleibt für sie. Das ist auf jeden Fall Solus. Venatori. Und Schneewittchens Herz. Da möchte ich auch Vivian mitnehmen. Also gehen wir erstmal hier hin. Nach Südost. Doch, Südwesten. Jetzt habe ich's. Südwosten. und Tote, ja, ist nicht so besonders. Warum können wir da schon hinreisen? Oh, doch, können wir nicht. Hat mich gerade total verwirrt. Okay, dann nehme ich mal auf jeden Fall Solus mit. Den Eisernen Bullen. Sarah. Und Solus. Dann gehen wir erstmal in die Richtung. So.